So, hallo, wir machen weiter. Ja, es schlägt alles aus. Bild ist auch da, perfekt. Bei Isaac Repentance. Ich habe schon eine Weile nicht mehr aufgenommen. Die letzte Aufnahme war mit Counter. Diese verrückte Challenge hier unten, ne? Das war cool. Jetzt steht uns im Prinzip komplett frei, was wir als nächstes machen. Ich meine, ich habe mit den normalen Charakteren natürlich noch nicht alles, aber das ist zum Beispiel bei Lost ist natürlich utopisch. Aber natürlich haben wir auch mit den Tainted-Charakteren bisher maximal, wenn überhaupt, den Greedier-Mode. Deswegen können wir uns jetzt jemanden raussuchen, mit dem wir in den normalen Mode mal reingehen. Und es ist immer ganz schwierig, da sich jemanden rauszusuchen. Also ich sag mal, diese Crafting-Geschichte mache ich erstmal noch nicht. Das ist mehr so wieder was Komisches. Dieses Dark Arts, da bin ich jetzt auch nicht so ganz Dings von. Ich würde sagen, wir probieren mal eine Runde mit Samson. Der hat diesen komischen Rage-Effekt drin gehabt. Das war eigentlich ganz cool. Wir gucken mal, was wir da erreichen. Ich würde halt mal versuchen, in hier bis zu Dings zu kommen. Weißt du schon. Also weißt du nicht, aber ist egal. Na, sag schnell. Ich komme nicht drauf. Ach, was ist das denn schon wieder? Nur Quatsch! Nicht Kathedrale. Was ist nach Kathedrale? Ach ja, Chest. Ja, moin. Es ist ja bei den Tainted-Charakteren. Mann! Es ist ja. Okay. Es ist ja bei den Tainted. Da ist ein cooler Stein. Es ist ja bei den Tainted-Charakteren so, dass man. Ach, komm schon. Dass ich schon mal nicht richtig reden kann. Wieder. Das ist aber nichts Neues. Es ist ja bei den Tainted-Charakteren so, dass man nicht eine. Ich weiß genau, was ich sagen will. Ich krieg's nur nicht raus. Dass man nicht nur eine Sache schaffen muss, um was zu bekommen, sondern man muss mehrere Sachen schaffen. So, jetzt habe ich es geschafft. Mein Gott. Deswegen, also ne, zum Beispiel Blue Baby besiegen alleine ist, glaube ich, noch kein neues Item. Achievement, wie auch immer man es nennen will. Ich glaube nicht, dass da was ist, aber ich spreng halt mal so, falls da was ist, dass es mir was zeigt. So. Die Kunst bei ihm ist natürlich, diese Berserk-Form irgendwie aufrecht zu erhalten, aber sie ist an sich ja nur Bonus. Also ansonsten kriegt er ja ganz normal mit, wird er ja ganz normal mit Items versorgt. Und es gibt eigentlich kaum etwas, was sich negativ auf diese Berserk-Form auswirkt. Außer das, was wir damals im Greedier-Mode bekommen haben. Das mit der Verzögerung war nicht so gut. Ah, okay, hier wäre der Itemraum gewesen. Der Itemraum meine ich. Aber so kann man jetzt halt ab und zu mal in den Räumen dann ein bisschen rumberserken. Das ist ja auch in Ordnung. Ist halt einfach ein Zusatz. Ne? Also. Jetzt kommt die Verwandlung gleich wieder. Oh, vielleicht kriegen wir es sogar hin, den Boss mitzunehmen. Wenn wir hier die ganzen Viecher haben, könnte es sein, dass wir schnell genug sind. Und dann erstmal durch den Boss schnetzeln. Ja, das hat fast gut funktioniert. Naja, so schlecht war es gar nicht. Wir könnten sogar. Ja, komm, machen wir. Machen wir. Check. Passt. Check. Passt. Check. Passt. Dann springe ich da. Das war leider kein Gewinn. Leider kein Gewinn heute. Okay. So. Dann gehen wir weiter. Ja, und wenn wir natürlich Blue Baby anpeilen, dann ist es klar, dass wir nicht auf Planetarien gehen.
Weil ich dann natürlich jetzt schon die Itemräume mitnehmen muss. Wenn wir ein Planetarium bekommen, schön, freue ich mich. Aber ich werde die Itemräume nicht meiden. Nice! Eine hübsche Fliege bekommen wir. So, wir sind kurz vor der Verwandlung. Okay, das ist ein guter Raum für die Verwandlung. Weil es das schön zum Aufladen wieder gibt. Zum Wegschnetzeln. Let's go. Ah, Mist. Okay, ich darf nicht zu unvorsichtig werden mit der Geschichte. Aber solange ich das jetzt aufrechterhalten kann, metzle ich mich natürlich erstmal durch. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nein! Naja, gut. Jetzt haben wir natürlich den Itemraum noch nicht, den Raum noch nicht bekommen, aber es ist ja egal. Ganz wichtig, jetzt nicht getroffen zu werden, weil sonst haben wir unseren Satan-Deal versaut. Oh. Ach, come on. Ach, come on. Das war so unnötig. Er kommt trotzdem. Nee, er kommt nicht, okay. Gut, hier gibt's ein HP ab. Schnapp ich mir zum Schluss. So. Läuft ja alles nicht davon. Mit 4 Münzen braucht man halt in den Shop rennen. Ja, aber den Satan-Deal hätte ich nicht versauen dürfen. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber das, ja, passiert halt. Wenn man so spielt wie ich. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen. Aber ich hatte eh kein Geld. Aber ich ärgere mich ein bisschen, dass wir es nicht geschafft haben, das rote Batterie-Item aus der letzten Ebene mitzunehmen. Aber gut, es ist. Oh! Ja, jetzt... Wie ist denn das jetzt? Wenn ich über Joker jetzt in den Satan-Deal gehe, zählt das dann als... Also gibt es dann im nächsten Raum Engelchance? Nee, ich würde es mal behalten. Ich würde es mal lieber behalten. Das nutzen wir sinnvoller. Joker nutzen wir deutlich sinnvoller, als ich das jetzt im Moment. Komme ich da mit einer Bombe? Ja, komme ich. Na, weil so ein Batterie-Item dazu wäre jetzt natürlich gut. Ja, und genau wegen diesem Raum hier habe ich das HP-Up noch nicht genutzt. Ja, das war doch ein schöner Stachelraum. Kann man anbieten. Okay, dann haben wir alles. Da können wir noch vielleicht Geld. Jawohl. Prima. Dann können wir doch jetzt mal in den Shop gehen. Zumindest ein 7er-Item könnte ich mir abholen. Das gönnen wir uns doch mal. So. Und weiter geht's. Gut, Schlüssel haben wir erstmal genug für die nächsten Itemräume. Das ist voll okay. Na, vielleicht hätte ich... Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher. Vielleicht hätte ich jetzt schon einen Engelraum besuchen können, weil ich... Ah, nee, Quatsch. Nee, ist Blödsinn. Oh. Auch interessant. Sollten wir einen Raum finden, wo viel zum Sprengen ist, würde ich mal das Buch mit hinnehmen. Im Moment sehe ich nicht so die Mega-Notwendigkeit darin.
Das ist natürlich... Oh mein Gott! Gut, dass ich da nicht drauf losgestürmt bin. Aber da gehen wir natürlich nicht rein. Ja, aber der Raum wäre jetzt mit dem Berserker natürlich auch wieder cool gewesen, weil jetzt... Ah, jetzt werde ich hier schön verprügelt. Muss jetzt ein bisschen wieder ausweichen lernen, was ich immer nicht kann. Komm, mach dich weg. Mach dich weg. Noch keine Verwandlung? Okay, danke. Jetzt kann sie gerne kommen. Sehr nice. Mist. Das war nicht ganz, wie ich das wollte. Da hat es das schwarze Herz... Oh nein, jetzt muss ich wieder auf die... Ach, ich achte noch viel zu wenig wieder auf meine Energie. Ich achte noch wieder viel zu wenig auf meine Energie. Ich muss ich zugeben, leider. Das ist nicht so gut. Das ist überhaupt nicht so gut. Ja, ja, ja. Ja, jetzt den... Wobei, hier kann ich reinrennen. Oh, wie ist denn das, wenn ich die... Ich weiß nicht, ob ich... war mir jetzt nicht sicher, ob mich die Explosion mitnimmt, wenn ich die kaputt mache. Mit dem Berserk-Mode. Oh, nice! Damit habe ich nicht gerechnet, aber das ist natürlich sehr schön. Ja. So, dann können wir jetzt mal hier unten reingehen. Das zählt ja nicht zum Rotherz-Schaden. Außer das Viech trifft mich jetzt. Aber das werden wir zu verhindern wissen. Prima. Das passt doch schon mal. Darf nur nicht getroffen werden, dann ist halt wieder der Satan-Deal kaputt. So, das klären wir mal eben so. Hier wäre ein Sacrifice-Room. Ah, no! Ich bin... Oh Mann, wieso bin ich denn so? Ah, das war wieder blöd, echt. Meinst du, es ist noch nicht die komplette Chance verloren? Aber naja, gut ist es nicht. Herrgott nochmal. Sehe gerade meine Energiehilfe. Wie habe ich denn das fabriziert? Bin ja fast tot. Bin ja fast tot. Wie habe ich denn das wieder fabriziert? Huch. Aber man achtet dann bei dem Berserk-Mode doch nicht so wirklich auf die Herzen. Ich merke schon. Hi. Das ist dann nicht so gut. Das ist dann nicht ganz so gut. Da muss ich deutlich mehr lernen aufzupassen. Kann ich mit dem Block die Dinger da rausholen irgendwie? Nein, okay. Nein, die, okay, die... War mir nicht sicher. So, damit sich der Shopbesuch auch lohnt. Die Chance allein habe ich schon gemacht. Ah, gucke mal. Den hätte ich nämlich überhaupt nicht hier vermutet. Also den hätte ich jetzt wirklich überhaupt nicht hier vermutet. Ja, gut, du kommst ein bisschen spät, mein Freund. Na toll. Aber vielleicht kommt er doch irgendwas mit dem Schlüssel. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Oh Gott.
weg. Warte, jetzt noch eine Maske. Nein. Natürlich musste er wieder treffen. Okay. Nicht so viel Energie, muss ich gestehen. Aber es gibt Schlimmeres. Ja, war klar, dass ich da nichts kriege. Aber die Wasp Papers ist auch cool. Jetzt bräuchte ich nur die rote Herzen, die ich nicht. Och Mann. Das ist doch schon wieder blöd. Haben wir noch rote Herzen? Wir haben keine roten Herzen mehr, ne? Wir haben nur noch den Schlüsselkollegen. Ich gebe dem jetzt mal zwei Schlüssel. Vielleicht bringt es ja was. Denn wenn er zumindest eine goldene Kiste spawnen würde, die kann ich ja mit meinem goldenen Schlüssel öffnen. Na gut. Wir haben zumindest, was goldene Schlüssel angeht, was Truhen angeht, jetzt einen goldenen Schlüssel im Inventar. Einen indirekten goldenen Schlüssel. Naja. Das hätte besser laufen können. Aha, die Energie ist nicht geil. Die Energie ist nicht geil. Ich bin da viel zu unvorsichtig, was den Kollegen angeht. Ich werde das Knochen jetzt gleich wieder verlieren. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Ich werde das Knochenherz gleich wieder verlieren. Ich wollte gerade sagen, wo sind denn die Gegner? Mist. Großer Mist. Wow! Na, ich muss auf die Schatten achten. Ich hab das doch mal gelernt. Wieso mache ich es denn dann nicht? Okay. Wo sind jetzt noch Gegner? Ach, da unten. Wie eine Witzfigur hier, ey. So, Itemraum. Ach, ja, super. Ganz fantastisch. Oh, da müssen wir gut bomben. Ah, das sollte hinzukriegen sein. Aber erstmal machen wir die normalen weg. Reicht ja, wenn eine übrig bleibt. So, die wir dann schön da drüben explodieren lassen können. Ja, die kommt gut. Nein, die kommt nicht gut. Na. Jetzt ist sie leider... Aha. Ist die jetzt... Steckt die jetzt fest in diesem V? Nee, okay. Nein, ich war zu langsam. So, jetzt aber. Okay, jetzt aber. Bruder! Oh, jetzt hat sie Kurs geändert. Macht aber gar nichts. Na bitte. God dang it. Ich krieg hier lauter gute Trinkets. Also,
Wir werden auf jeden Fall dann hier in der Ebene Joker einsetzen. Und vorher Judas Zunge holen. Ja. Oh mein Gott! Das war nicht sehr smart. Schnell weiter. Effekt hält noch an. Effekt hält noch an. Scheiße. Bin gleich tot. Da ist der Boss. Oh, das Sun. Ich meine, es würde mich natürlich jetzt heilen, ne? Aber eigentlich wäre es auch dumm, die jetzt einzusetzen. Die würde ich lieber mitnehmen. Andererseits, was ist es das wert, wenn ich jetzt sterben sollte? Aber in dem Raum sterbe ich nicht. Aber in dem Raum komme ich auch nicht in den Geheimraum. Ach, komm schon. Ach, komm schon, das ist doch blöd. Gehen wir erstmal in den Shop. Ich hoffe auf rote Herzen und blaue oder so. Ja. Und eine Bömp. Die kann ich jetzt natürlich für den Geheimraum nutzen. Dann hole ich mir Judas Zunge für den Bosskampf, falls der Satan-Deal kommt, weil dann gehen wir trotzdem rein. Aber erstmal sprengen wir da oben. Na! Das ist nicht passiert. Okay, falls es zu knapp wird, weiß ich Bescheid. Okay, der muss doch laufen. Der hat so wenig Energie, der muss doch laufen. Lass dich nicht treffen, Junge. Ich weiß, du bist ein bisschen langsam, ist alles gut. Kein Satan-Deal. Ach, das gibt's doch nicht. Okay, dann müssen wir jetzt Folgendes machen. Einmal hier und ab dafür. Ach, ich sehe die Items ja nicht. Lost. Scheiß drauf. Gut, das ist beides in Ordnung. Das ist beides in Ordnung. Trotzdem... Nicht die klügste Idee. So, ich möchte die anderen Räume noch durchgehen. Aber ich mag das. Lustiger Effekt. Jetzt wieder den Counter mitnehmen. Da unten waren wir noch nicht drin. Okay. Easy Raum. Leider gibt es kein Herz und nix. Gar nichts gibt's. Ärgerlich. Was gibt's hier? Nichts Brauchbares. Ah, da geht's noch runter. Ah, perfekt. Sehr schön. Ach, hätte ich, siehst du, hätte ich... Ja, ich meine, ich habe jetzt ja nur noch zwei Herzen. Da muss ich dran denken. Aber gut, jetzt können wir mal in den Stachelraum wuseln. Okay. Mein Eingabe-Item haben wir schon. Es kann nur besser werden. Ist leider nicht besser geworden. Ich hier aufpassen, dass wir da nicht reinrennen. Der hat schneller geschossen, als ich dachte. Oh mein Gott, was tue ich?
Okay, da kann ich jetzt schön von hier aus treffen. Das ist sehr angenehm. Ja, leider gab es nichts mehr. Ah, das ist jetzt wieder ärgerlich. Weder Münzen noch sonst was gab es. Also es war eigentlich nicht gut, da rumzulaufen jetzt. Muss man leider zugeben. Das war nicht sehr gut. Na gut. Na gut, na gut. Und ich habe leider keine Bombe mehr. Ich hätte da oben in den Geheimraum reingekonnt. Wenn ich das nicht verkackte. Also, das war echt selten dämlich. Dass ich die Bombe da runtergeschoben habe durch den Eiswürfel, war echt selten dämlich. Ich werde nicht erfahren, was da oben drin ist. Schade. Damit muss ich leben. Weiter im Programm. Aber ich sehe mich jetzt halt gleich sterben, das ist das Problem. Hier bin ich ein bisschen ängstlich wegen den Stacheln. Dieser Cube, ne? Zieh dich. Es ist durch das Eye of the Occult sehr angenehm, hier durchzugehen. Ist nur einer? Okay. Dann ist das ja kein Thema. Leider war der Weg komplett nutzlos. Gut, dass wir das geklärt haben. Naja, nicht ganz nutzlos. Wir haben ein halbes Herz bekommen. Oh, ich muss den Knopf drücken. Oh nein! Ne, du! Da hat er mich echt noch getroffen, aber das war jetzt sehr gut. Das war jetzt sehr gut und sehr wichtig. Das war jetzt sehr gut und sehr wichtig. Uff. Aber natürlich hat er mich vorher getroffen, sodass wir auch wieder unsere Chance. Ne, Quatsch, wir haben ja eh nur noch. Wir haben ja eh schon Satan-Dü gemacht. Ich bin doof, alles gut. Nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. So, jetzt schnell durch die Räume. Ah, Mann. Das kostet... Jetzt komme ich da wieder nicht... Okay. Ja, jetzt habe ich den Locke natürlich nicht dabei. Weil ich den Counter mitgenommen habe. Aber der Counter ist mir eigentlich auch lieber. Aber klar, wir könnten jetzt... Ah, es war dumm. Ich habe ja Guppy's Tail bekommen. Ich hätte... Ah, scheiße. Ja, nee, war dumm. War dumm. Wenn ich schon Guppy's Tail habe, dann hätte ich definitiv das Lockpick mitnehmen müssen. Ja, sehe ich ein. Sehe ich ein, war blöd. Wenn ihr dieser Meinung seid, sehe ich vollkommen ein, dass ihr da mit Recht hättet. Ja, scheiße. Ach, shit. Ach komm, ich bin so... Boah, ich spiele viel zu schlecht. Ich mache eine Aufnahme, dann lass es. Holy shit. Ich mache gerade nur Murks. Also ich mache gerade echt nur Murks. Jesus im Himmel. So, wir haben den Itemraum noch nicht. Aber wir haben auch noch keinen Schlüssel. Alles schlecht. Alles schlecht.
Oh nein! Ey, das kann nicht wahr sein, was ich da... Das kann echt nicht wahr sein, was ich da zusammenspiele gerade. Boah, ist das schlecht. Ah, ich hatte gerade die Verwandlung, habe ich nicht realisiert. Ein Fehler. Okay. Immer ein bisschen Energie. Scheiß Lockpick. Mist. Wir kommen an einen Schlüssel ran. Dann geht wieder die... Ich gehe mal weiter. Ich hoffe, dass ich noch mehr Schlüssel bekomme irgendwie. Weil dann wäre natürlich die nächste Geschichte, die... wo fängt man mit dem Schlüssel an? Das war's. Nee, das kann es nicht gewesen sein. Wo ist denn jetzt der Itemraum? Das kann es nicht gewesen sein. Den können wir schon mal einsammeln, klar. Aber wo ist denn jetzt der Itemraum? Hä, bin ich doof? Ach, war ich hier oben schon drin? Ach ja, ich war drin und dann ist das passiert. Ich erinnere mich. Oh, bitte Schlüssel. Ist doch scheiße. Ah Mann. Nein, ich wollte nicht da reinrennen. Ich krieg nur Bomben. Da ist jetzt der Item. Das ist jetzt... Das ist doch alles Müll. Der Shop. Nee, den Shop kann ich mich nicht sprengen. Keine Chance. Mist, ich wollte die Truhe da nicht öffnen, die eine. Ach, scheiße. Kann ich mich da irgendwie reinsprengen? Unwahrscheinlich. Wo ist der Geheimraum? Mit einer Karte, die man nicht sieht, ist es immer besonders spaßig. Ja, kann auch nichts sein. Nee, hier war auch nur so ein Eng und dann der einzelne Raum da hinten, ne? Nee, da kann vom Aufbau her eigentlich auch nichts sein.
muss er da unten irgendwo sein. Ah, warte mal. Hier würde gehen. Hier würde gehen. Ja. Da ist er. Okay, was macht Hierophant? Fragezeichen. Gib mir anstatt zwei blaue Herz wahrscheinlich zwei Schlüssel. Das wäre doch jetzt schön. Wird nicht passieren, aber wäre doch schön. So, Hierophant? Fragezeichen. Two Bone Hearts. Okay. Okay, Two Bone Hearts. Problem, ich krieg's jetzt nicht gefüllt. Doch, ich krieg sie gefüllt. Na, oh. Ist wieder blöd, was ich vorhabe, aber. Nee, nee, das mache ich. Nee, das ist dumm. Ich wollte sagen, ich habe doch hier irgendwo noch meine. Wo liegt denn jetzt meine Sun rum? Da. Liegen hier noch irgendwo rote Herzen rum? Nee, ne? Scheiße. Komm, goldener Schlüssel. Goldener Schlüssel! Oh, aber das ist auch in Ordnung. Und jetzt können wir sogar den Curse Room noch besuchen. Ja, nehme ich jetzt High Priestess mit oder Sun? Ich denke, Sun ist besser. Rät halt voll auf. Ja, scheiße. Ah, war es leider nicht wert, da nochmal hochzulaufen. Ach Mann, das mit den Schlüsseln ist dumm. Dass ich das scheiß Lockpick nicht mitgenommen habe. Wenn ich schon die blöde... Die könnte ich jetzt alle öffnen. Die ganzen goldenen Truhen könnte ich jetzt öffnen. Ja, es ist, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. So. Es ist, wie es ist. Richtig dumm. Richtig dumm, ey. Okay, gefährliche Kiste. Super. Konnte nicht schlagen. Ich weiß nicht, warum ich nicht schlagen konnte gerade. Irgendwas hat sich mir widersetzt. Mist, ein Treffer und meine Herzen sind wieder weg. Also mein Knochenherz. Okay, in dem Raum wird nichts passieren. Cool. Es ist klar, es kommen jetzt lauter goldene Kisten. Es ist klar, weil ich das... Oh, Mann! Wieso habe ich nicht nachgedacht mit dem scheiß Lockpick, ey? Ach, komm. Wieso habe ich mit dem scheiß Lockpick nicht nachgedacht? Es ist so dumm gewesen. Das ist so komplett dumm gewesen. Liegt das überhaupt hier was? Ja, der Berserker-Effekt bringt eher was. Aber hier geht er nicht weiter, super. Da ist dann schon Mom. Scheißen Dragman.
weiter. Ich hab eigentlich gar keine Lust weiterzuspielen. Ich muss es. Ich bin ganz ehrlich, weil ich so viele Fehlentscheidungen getroffen habe schon wieder. Ja, komm. Ach. Not again. Immerhin kann ich die Geheimräume öffnen. Cool. Wir kriegen schön viel Geld, das ist auch schön. Dafür habe ich den Counterfeit Penny mitgenommen. Das ist halt auch dumm. Weil ich stattdessen was anderes nicht mitgenommen habe. Was hier die definitiv bessere Wahl gewesen wäre in Kombination mit Guppy's Trail. Ich könnte mich so aufregen, ich könnte die alle öffnen. Kann der nochmal einen Lockpick spawnen? Okay. Okay. Ich krieg keinen Schlüssel. Ich krieg keinen Schlüssel, ich kann mich nicht in die Räume reinsprengen. Es ist doch komplett bescheuert. Ich krieg keinen scheiß Schlüssel. Junge. Das ist doch nicht mehr normal. Geht's da rein? Ist mir egal. Achso, da, das ist ja was anderes. Das ist ja was anderes. Oh, wo ist der Stachelraum da unten? Komm, nervt mich nicht. Wie hat's jetzt den da unten gesprengt? Ich krieg keinen Schlüssel. Das darf nicht wahr sein. Was ist das denn für ein Raum? Hä? Ach, das Feuer hat mich getroffen, ne? Kann ich den eigentlich auch sprengen? Ja, ne? Nein, nichts gesagt. Ich habe kurz wegen Cherio überlegt, aber es ist Quatsch. An der Stelle ist es Quatsch. Wenn jetzt in der Mitte ein Schlüssel gespawnt wäre, ne? Das wäre eigentlich... Eigentlich habe ich damit gerechnet. Eigentlich habe ich damit gerechnet, ich kriege jetzt in der Mitte einen Schlüssel. Aber dem war nicht so. Immerhin. Der geht nicht auf, der Raum. Ja, das war's. Wow! Wow! Das ist ja kompletter Müll. Wow! Ich hätte nur das scheiß Lockpick mitnehmen müssen. Das ist alles. Dann wäre das hier komplett anders gelaufen.
Aber halt wirklich komplett anders. Ach komm. So ein furchtbar schlechter Mann, ey. Boah, nee. Wieso bin ich jetzt noch am Leben? Ach so, weil ich er geworden bin. Ja. Ich wollte sagen, ich muss noch schnell das Herz einsammeln, aber da war die Verwandlung vorbei. Ja, das war schlecht. Keine Frage. Die Entscheidung mit dem Lockpick war super dumm. Ich hätte nach Guppies Tale vollkommen dran denken müssen, dass mir jetzt goldene Kisten hinterhergeschmissen werden und ich die ja nur öffnen kann, wenn ich entweder genug Schlüssel oder halt das Lockpick habe. Das war so dumm. Normalerweise ist der Counterfeit Penny schon eine gute Wahl als Twinket, aber in dem Fall nicht. Ach, komm. Ja, schlechter Part. Tut mir leid. Danke fürs Zuschauen und tschüss.